Hallo Hello Kitty Freunde! Heute basteln wir zusammen eine fantastische Miniküche. Dafür werden wir nur recycelte Materialien verwenden, die wir zu Hause finden können. Lasst uns schauen, was ihr dafür braucht. Eine Schachtel Pappkarton. Alte CDs. Plastikkappen. Plastikfolie, ein Lineal, Bastelschere mit abgerundeter Spitze, Wäscheklammern aus Holz, Acrylfarben, schwarzer Filzstift, Kleber, Bleistift, farbige Ewa-Schaumstoffbögen, Bilder von Hello Kitty und ihren Freunden zum Ausdrucken, Schablone zum Ausdrucken. Für das Grundgerüst unserer Miniküche benötigt ihr einen Pappkarton wie diesen. Zeichnet mit einem Lineal und einem Bleistift ein Rechteck auf die Vorderseite des Kartons und schneidet mit einer Bastelschere die obere Seite und zwei Seiten aus. Achtet darauf, dass die Unterseite nicht abgeschnitten wird. Wir müssen die Öffnung des Ofens unserer Küche lassen. Lasst euch bei diesem Schritt immer von einem Erwachsenen helfen. Ladet aus der Beschreibung dieses Videos die Schablone herunter und druckt sie auf ein Blatt Papier aus. Schneidet sie mit einer Bastelschere aus. Und zeichnet die Konturen der Schablone auf einem Stück Papier nach. Schneidet die Schablone mit Hilfe einer Schere oder eines Kartonschneiders aus. Lasst euch bitte von einem Erwachsenen bei diesem Schritt helfen. Zeichnet mit Hilfe der Schablone der Schleife die Konturen der verschiedenen Teile auf ein Blatt rotes Ewa-Schaumstoff und schneidet sie mit einer Schere aus. Baut die Schleife zusammen und klebt sie auf die Schachtel. Dann befestigt mit dem Bastelkleber die Pappschablone auf die Rückseite. Jetzt könnt ihr die gesamte Fläche mit Acrylfarben und einem Pinsel bemalen. Ich werde den Ofen in einer anderen Farbe als den Rest der Schachtel bemalen. Innerhalb des ausgeschnittenen Rechtecks zeichnet ein zweites, kleineres Rechteck und schneidet es mit der Schere aus. Nehmt etwas Plastikfolie und klebt es in die Schachtel, um das Ofenglas zu erstellen. Schneidet einige sehr dünne Streifen in der gleichen Länge der Schachtel mit einigen Blättern aus farbigem Ewa-Schaumstoff. Klebt sie übereinander und legt den Teil auf die Vorderseite des Kartons, um den Griff des Ofens zu bilden. Um die Knöpfe der Küche zu erstellen, nehmt einige Plastikkappen wie diese hier. Klebt sie mit Kleber auf der Schachtel nebeneinander. Dann könnt ihr einige Details mit einem schwarzen Filzstift hinzufügen. Nehmt einige Waschklammern aus Holz wie diese und teilt sie in zwei Hälften.
bemalt sie mit schwarzer Acrylfarbe und einem Pinsel. Lasst sie ein paar Minuten trocknen, bevor ihr mit dem Rest fortfahrt. Um das Herd unserer Küche herzustellen, benötigt ihr ein paar alte CDs wie diese hier. Klebt die Teile der Wäscheklammern, die ihr vorher bemalt habt, auf jede CD. Zwei senkrecht und zwei waagerecht. Wiederholt diesen Schritt für alle anderen CDs. Jetzt könnt ihr die Herde mit etwas Kleber auf die obere Seite der Schachtel kleben. Stellt sie nebeneinander, wie ich es mache. Zum Schluss ladet die Bilder von Hello Kitty und ihren Freunden herunter, die ihr in der Beschreibung dieses Videos findet, und schneidet sie mit einer Bastelschere aus. Mit etwas Klebestift befestigt sie auf der Oberfläche der Küche, um sie noch individueller und bunter zu gestalten. Und jetzt ist unsere Küche fertig! Wir müssen nur eine schöne Küchenschürze tragen und unsere Freunde mit einem schönen, schmackhaften Gericht überraschen. Werde auch du ein Freund von Hello Kitty, abonniere den Kanal und gib einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal!